Ach, schön. Die kleinen Dinge, ne? Ja, es sind die kleinen Dinge im Leben. Ich höre bin voll irgendwie gegen den Baum Tauben gelaufen, ey. oder so. Die Aussage von wegen, wir müssen da nur so lang laufen, bis die Straße aufhört, ist ja eigentlich auch Kacke, ne? Weil die macht ja da so eine Kurve. Ja, also die tut ja auf zwei Straßen treffen. Also da trifft ja noch eine andere Straße rein, oder nicht? Aber hier ist gerade total dumm. Ja, schon. Ja, und dann, wo die sich treffen, laufen einfach weiter geradeaus mit einem leichten Rechtsdrall. Leichter Rechtsdrall. Ich bin doch kein Fußball. Ja, mein Gott, wie soll man das denn sonst sagen? Oder eine Billardkugel oder. Ja, da spricht man Billard! auch von Effet. So, und jetzt da so lang. Bist du sicher, dass das die Straße schon ist? Moment. Also ja, die macht hier einen leichten Linksknick. Ja, okay. Hau rein. Ist das eine Bleib zu Tanne? stehen. Das ist eine Tanne, das ist ja geil. Komm, mach um. Machen wir Weihnachtsbaum draus. Ja. Mit Knicklichtern. Nicht mit der Pistole. Dumpf. Das sieht so witzig aus. Aber man kann es. Doch! Cut Bark off? Cut. Was ist denn Bark und Branch? Bark ist die Rinde und Branch ist so ein Ast. Ist da was abge. Achso. Was machst du da? Ich habe gezielt. I have found something. Ach, das ist ja mal interessant. Bark. Der Charakter, zielt. Und je schneller man sich bewegt, desto ungenauer bewegt. Das ist doch mal schön. Inspect. Big chunk of bark. Wofür braucht man das? Feuer machen. Nee, du kannst ja Firewood. Chop Firewood. Und cut branch off. Ich mach mal einen branch off cutten. Als Mulch für Felder. Nee, cancel current. Cut Heißt brancher. ja, Rindenmulch, Nicht ne? chop firewood, Mann. I Ich have leg mich found mal hin. something. Ich bin fertig. Das ging jetzt aber schnell. Na, dann lass mal weitergehen. Warte, ich chop noch grad Sticks. Du meinst, falls wir irgendwo runterfallen und uns die Beine brechen? Ja. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Eine Pistole. Machen wir die P1 weg. So. Nehmen wir mal die Sticks mit. So. Leichter Rechtsdrall. Ich möchte zu dem kleinen Häuschen. Das dachte ich mir Sieht schon ja voll fast. aus wie so ein Skigebiet irgendwie. Ja, wenn jetzt noch Schnee da wäre, ne? Ja. Ja. Kein mal Ski fahren. Ich bin irgendwo hängen Was ist geblieben. das da? Eine Batterie. Hier steht eine Batterie Okay. rum. Dann nehmen wir doch gleich mit. Ja. Kann ich die in die Hose stecken? Nein. Wie groß ist die denn? Oh. Inspekt. Oh. Ja, gut, dann machen wir das so. Dann stecken wir das hier ein. Kannst du, hast du genug Und Platz? Ja, du hast so einen ich. Riesenrucksack, ey. Nimm sie in die. Ich nehme sie in die Hand. Wenn jemand kommt, hau ich ihn kaputt. Schmeißt die ihm entgegen, ey. Wie cool. Batterie Hier hast du eine gefunden. Batterie. Das ist ja nice. Ja, gut, dass wir mal nachgeguckt haben, ey. Ja. Mit Stromleitung. Ich weiß nicht, ob die bei mir hier auf der Karte verzeichnet sind. Könnte sein, muss aber nicht. Ich glaube, das sind hier die blauen Striche, oder? Ich glaube, das sind die blauen Striche. Oder ich guck mal gerade in der Legende nach. Legend. Powerlines, ja. Okay. Gut, wenn es bei mir auch angezeigt wird, dann sind wir ja auf dem richtigen Dampfer. Wir müssen ziemlich im Lot, ungefähr müssen wir so darüber. Ziemlich im Lot. Dann lass uns doch im Lot laufen. Ja. Ja, aber gut, wir wissen ja nicht 100%, wo wir genau sind, ne? Ja, egal. Das sind jetzt deine Pupshäuser. Ich bin durstig. Ich habe eine Kantine dabei. Ich auch. Eine ganze Kantine. Mit Koch und Herd und.
Tischen, Stühle. Da fällt mir ein, ich wollte noch einen Elektriker anrufen irgendwann die Woche. Warum? Damit er mir mein Kochfeld anschließt. Ah. In der Küche. Damit ich nach 8 Wochen endlich mal kochen kann in der neuen Bude. Mikrowelle for life. Naja, der Backofen funktioniert schon. Ach so, das ist ja gut. Kann man Pizza machen. Mhm. Pizza. Heute gibt's Ofenkartoffeln. Ping too high. 2656. 2,5 Sekunden Verzögerung. Da ist ein kleines Pupshäuschen. Ja, da hinten. Ich sehe das Dach. Da müssen wir hin. Hört sich mal. Ja, könnte sein. Könnte klappen. Ich laufe hier mit einer Batterie durch die Gegend. Das ist aber auch ein Trümmer, ey. LKW-Batterie. Ich bin noch nie LKW gefahren. Will ich auch nicht. Das Größte, was ich gefahren bin, war ein Sprinter. Mercedes Sprinter. Da habe ich mich vorgedrückt, als Dennis umgezogen ist. So, hier ist Pupshaus. Hier ist auch Straße. Hier fällt auch die Straße auf, aber... No cars. Kein Auto. Also, Auto schon, aber... Und eine Waschmaschine. Aber hier soll noch... Hier sollen ja 2 Autos sein. Ich sehe nur die umgefallenen. Toll, jetzt habe ich hier eine Autobatterie. Du läufst gegen das Auto hier. Nee. Ach, schön, geht das schon wieder los. Was ist denn los? Mal doch mal. Ich lauf mal ins Nähe Haus rein. Von dem Haus, genau. Ups. Oh, eine Hunde. Könnte auch an mir gelegen haben. Eine Hunde, bitte. Kann man das hier ernten? Was ist denn das? Kürbisse? Nee, das ist was auch Sonnenblumen, alle, oder nicht? Alle Türen offen. Da liegt ein ganz fetter Kürbis da draußen. Warte mal. Wo hab ich denn meine... Meine Axt ist weg. Deine Axt ist weg? Ja. Hier ist ein Rucksack. Wo? Erster Stock. Da ist ein Kürbis. Im ersten Stock ist ein Rucksack. Hallo. Ich bin der mit der Batterie, keine Panik. Kann ja sein, dass hier noch einer rumläuft. Mit einer Batterie? Ja. Weil er sonst nichts zu tun hat. Ja. So, passt die Batterie in den Rucksack rein, weil dann nehme ich die einfach mal mit. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also in ich schätze mal, die nimmt 6 Plätze, oder? In die Hose passt dann nicht. Ich hab's mir bildlich vorgestellt. Ah ja, ich hab's in den Rucksack reingekriegt. Oh Mann! Ey, du kannst auch gerne haben, nee, wenn du jetzt willst. Nicht mehr. Nee, ich will ihn nicht mehr. Mänger. Mr. Turtle kratzt wieder an Pappe. Im Text steht, die wiegt etwa 18 Kilo. Das ist so schwer wie mein Neffe. Ich muss mal gerade gucken, was Mr. Turtle da treibt. Ja, mach das mal. Ich trinke dabei ein bisschen was. Ah, ich bin verkabelt. Ey. Machst du hier schon mit? Ja, hab Angst, genau. So. Weiß ganz genau, dass er was Falsches gemacht hat. Gut erzogen, ja. Gut erzogen. So. So, also hier sind keine Autos. Keine Autos. Was machen wir als nächstes? Ich bin gerade mit der Kamera im Kopf von meinem Kollegen hier drin. Im Kopf. Und ich sehe das Ohr. So. Ich gehe mal das Häuschen eins weiter. Oh, da ist die Tür zu. Oh. Ich krieg die Tür auf. Du kriegst die Tür nicht hin. Und du kriegst sie auf. Da ist eine Gaskartusche. Wir haben auch noch nicht gekocht, ne? Das ist richtig. Können wir eigentlich. Wir haben alles immer schön roh gefressen. Ja. Dose auf und rein in den Kopf. Wie mit einem Bier. Ja. I feel like having a drink. Wie bist denn du drauf, ey? Oh, naja, okay. Drink. Wo bist du jetzt hin? Da gibt's so ein kleines Häuschen hinter dem großen Haus. Da. Und hinter diesem kleinen Häuschen, da bin ich. Ah. Warte mal.
2. Guck mal, da ist eine Vogelscheuche im Garten hinten. So, ich bin jetzt gerade in dem ganz kleinen Kabuff. Oh, hier sind Schuhe. Ganz kleinen Kabuff? Was ist das da? Ach, da. Ach, meine sind aber pristine. Hallo. Hallo. So, wohin als nächstes? Ah, jetzt habe ich gerade mein Handy wieder weggelegt. So. Wie kannst du nur? Ja, Mr. Turtlebutt, wollen wir zu dem Schloss? Oder was das auch immer ist? Bei Old Fields? Old Fields. Das ist weiter östlich. Westlich. Westlich. Westlich? Westlich? Komm, lass uns nach Wosten gehen. Geil. Dann kommen wir bestimmt auch nach Nüden. Nüden. Oh, und Sorden. Wie gut. Hört sich irgendwie so an wie ein Ortsname. Wo bist du denn jetzt eigentlich hin? Bei der Vogelscheuche. Vogelscheuche, dann komme ich mal ums Haus. Da. So. Die Straße war da, dann müssten wir in die Richtung, ne? Wie ging zeigen? Nee, das F2? War hinsetzen. F2 war ergeben. Oh, F1? F1 ist gar nichts. Also ich müsste es erst rückgängig machen. Nee, F1 müsste F1 ist Hallo. Sein. Kannst du dich jetzt mal bitte hinstellen, du Sackgesicht? 3 war setzen. Nein! 4 war der Stinkefinger, okay. 5. Klatschen. 7. 6 ist Zeit. Ja, in die Richtung müssen wir, genau. So. Ich hab gedacht, ich hätte ein Schwein gehört. Mann, nimm deine fucking Waffe. Was ist mal denn hier? Das würde ich dann aber auch erschießen, ganz ehrlich. Ein Schwein? Ja. Ja. Und dann grillen. So wie es ist. Einfach grillen. Schwein am Stück. I want to dream something. Oh, ich bin healthy. So, trink. Müsste es so einen Knopf geben, von wegen drink till energized. Hydrated. Ja, aber das musste ja... ne? So, dreimal trinken sollte wohl reichen. Ich trinke auch nochmal ein Schlückchen. Tu dies! So, in echt und im Spiel. Boah. Geil. So. Die MP5 wieder auspacken. Mhm. Blick über die Schulter werfen. Da kommt sie gerannt. Mhm. Da vorne ist die Straße. Ja. Welche Straße ist das denn? Ah, die da. Wieso? Nord-Süd. Süd-Nord. Sortnüt. Da sind wir eigentlich schon relativ nah dran, ne? Mhm. Hüpf. Da kommt der Wald und im Wald, da ist das Sexhäuschen, ne? Ja. Ich hab was mit Sex verstanden. Sexnäuschen oder sowas. Das Sexhäuschen, ja, gibt's auch im Wald, das ist richtig. Kosten dann ganz wenig, was? Ja, wenn du schon mal dahin fahren musst, ja. Dann ist ja. Ich sehe keine Ruinen irgendwie. Ich sehe nur Bäume. Vielleicht müssen wir noch. Ja, wir müssen noch ein bisschen. Ich denke mal da auf den Dreckhaufen hoch. Hügel nennt sich sowas. Dreckhaufen. Aber wie das letzte Mal auch keine Zombies. Ja. Finde ich aber ganz angenehm. Hat mich eh nur genervt. Hm. Ah, hier. Ach, da. Ach, guck mal. Das steht direkt daneben. Huch. Das ist auf einmal da. Hier gibt's eine Hütte. Mhm. Und da liegt auch was drin. Ne. Was denn? Ein Blue-Check-Shirt und so eine Gas... Ach nee, das ist ein Gaskanister. Ja, aber ansonsten... Ich geh mal da hoch. Da komme ich doch glatt mal mit. Da liegt eine Weste oder sowas. Da liegt so eine Opa-Mütze. Oh, ein Magazin. Für die P1.
Die habe ich weggeschmissen. Und 9mm Munition. Das kommt eigentlich in unsere Waffe rein.